Herzlich willkommen zurück bei Rust. Wir sind zu sechst unterwegs und immer noch teilweise kleidungslos, wie ich hier zu meinem großen Leid sehen muss. Ach Rumpel, und, komm, wir haben uns auch so entschieden, wir haben uns bewusst immer so entschieden. Immer wieder Rumpel und Gronk, die Nacken. Pass auf, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich dir ins Gesicht springe, Gronk? Oh mein Gott. Das fragt er mich auch jeden Freitag, ey, immer das Gleiche. Immer zur Begrüßung, Alter. So. Da messen wir ein bisschen Holz, ne? Ihr seid so schlau. Ihr bringt euch gegenseitig um, ihr Eumel. Nehmt verschiedene Bäume. Das Witzige ist, dass wir immer Holz sammeln. Wir brauchen unbedingt Tiere. Ja, wir brauchen Kleidung für die Schlafsäcke. Kleidung. Genau, das ist eigentlich das Ziel. Das sollten wir auch tagsüber machen eigentlich. Das stimmt, da sollten wir auf jeden Fall Tiere sammeln. Holz kann man eigentlich auch nachts sammeln. Wer rennt da rechts hoch? Wir rennen alle gerade wieder durcheinander. Der Dennis sollte Anführer sein, weil den erkennen wir. Guck mal, der Nackno, Alter. Nackno ist voll der Witzige, Nackno, bleib mal hinter Dennis. Ey, Gronk, wo rennst du hin? Da läuft ein Nackter irgendwie da weg. Mann. Ich weiß gar nicht, was das ist denn. Hier ist ein Hatchet, den muss ich noch gerade mitnehmen, weil das lohnt sich einfach. Dann warten wir noch kurz. Ach so, okay. Ich bin schon wieder komplett alleine hier. Wo ist denn der? Hä? Alle? Sehr schön. Gronk, du alter Fickfehler. Was ist denn das? Das ist sehr gut, das wollen wir hier nicht. Ja, nee, das ist ganz gut. Ey, was war denn das jetzt? Ah, ich hab Hunger. Damit. Hast du Essen? Ja, hab ich noch. Ja, pass auf. Dann lass mal hier lang gehen. Zwischen diesen Bergen. Geh vor, wir folgen dir, dem Mützenmann. Aber geh ein bisschen schneller, sonst dauern wir. Ja, ich komm zu euch, ich seh euch, ihr könnt schon... Wir sind schon wieder hier halt beim Verhungern. Wer ist das da? Geh. Rough Style, ey, den kenn ich, Rough Styles? Rough Styles? Ist der nicht von GTA? Ist der von GTA Online? Wie hat er uns so schnell gefunden? Rough Styles ist auch... Ich dachte doch, das sind Psychos. Ja, das ist ja unfassbar. Jetzt probier ich gerade mal, ob ich sein Ding abbauen kann. So. Nee, kann ich nicht. Bitte was? Okay, weiter, komm, wir laufen jetzt mal. Ist Rough Styles ein guter oder nicht so guter? Ein guter, netter. Ein guter. Solange nicht Dawid mit dem Panzer gleich kommt, ist gut. Würde mich ehrlich gesagt auch nicht mehr wundern. Nee. Ey, so, jetzt sollte da vorne gehen, Dennis. War das nicht der gerade auch? Nee, der hieß anders, ne? Muss ich gerade einen Abend sagen, aber ich renne gerade so schön in der Kolonne. Wo kommen die alle her? Ich weiß gar nicht. Warum finden die uns und der Tobi findet uns einfach absolut nicht? Ja, ich hab keine Ahnung. Wie hat der Rough Styles uns auf dem Server gefunden? Der Gong hat einen Preis in der Zwischenarschbackenklemm hier. Ja, jemanden von euch einfach bei Steam verfolgen und schon bist du auf dem Server, ne? Ja, weil Leute, wir wissen noch nicht, wo wir drauf sind. Naja, eben. Doch, klar, du siehst doch... Ah ja, gut, das stimmt. Das mysteriös. Und somit ist unsere Basis bald infiltriert, Freunde. Ey, wir gehen ziemlich weit weg von unserer Basis. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt einfach hier über das Gebirge wieder so einen Bogen zurück mal, zur Basis. Warte mal, der Rough Styles hat geschrieben, da hinten ist alles tot. Der war hier anscheinend schon. Habe ich gerade irgendwo im... Nee, wir müssen aber ja auch jagen, ne? Wir müssen jetzt Tiere holen. Und der Teddy ist anscheinend der Admin hier. Und ja, ist er. Im Chat steht immer irgendwelche Scheiße und das wird jetzt, glaube ich, nach und nach... hier, sobald er Wort schreibt. Ich sehe einen Wolf. Seht ihr mich? Ah, super. Ich hüpfe. So. Ja, ich komme zu dir. Ja, wir kommen zu dir. Wo seid ihr jetzt? Wir holen uns das Vieh. Ja, unbedingt zusammenbleiben. Angriff! Angriff! Alle auf den Wolf! Komm, hauen wir zu dir. Der Wolf, Alter. Ich hab die Akku, haut drauf. Ja! Wir treffen uns gleich selber. Wir sind zu viele. Ja. Ich würde gerne mit der Spitzhacke drauf, aber ich habe Angst, dass ich einen von euch erwische. Ja, ich auch. Ein bisschen. Lauf. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn erst. Ja! Yeah! Oh, du hast den Schlachtfest! Wie man sich mal freut, ne? Das ist ein Kraftspiel. Vorsicht. Pass auf. Ich jag jetzt den Hirsch zu euch, ja? Ich verpiss mich. Ach, super. Wie die Nacken drauf. Du musst ihn zu uns locken, voll die Wilden. Wir brauchen langsam. Warte, wir müssen einen Halbkreis machen. Der Rührer. Oh, jetzt drauf. Ihr müsst laufen. Hier. Ja, getroffen. Ja, aber das ist lange. Komm. Ja. Ich stecke in ihn drin. Ja, getroffen. Okay. Ich auch. Aua. Ja, getroffen. Ich sehe nur seinen Arsch die ganze Zeit. Ich auch! Bleib stehen, Alter! Dass wir gerade alle ineinander laufen? Wildlife Hunt Simulator! Oh, jetzt hab ich gleich von einem von euch getroffen, oder? Das ist auch ein super Foto, ey. Alter, ich hab ihn gleich! Yeah! Nein! Der ist zu schnell! Der ist einfach zu schnell! Oh, ihr haut euch gegenseitig! Den kriegen wir! Nee, passt auf, bleibt alle stehen! Wenn ihr alle stehen, bleibt ihr auch stehen!
Du miese Schwein! Oh, ich will gerne bei dieser Art. Den kriegen wir niemals, Alter. Wir brauchen Schussgewehre. Hör mal auf, hör mal auf. Schussgewehre. Was denn? Ja, warte, der kommt. Da ist er. Nein! Ah, ich hab dich nicht getroffen. Du hast ihn in die falsche Richtung. Warte. Ach, scheiße. Locken müssen. Alter, was eine Aufgabe gerade hier, ey. Wenn ihr den in Ruhe lasst, dann kann man sich nochmal anschleichen. Okay, stehen bleiben. Okay. Bleibe stehen. Ruhig, alle ruhig, alle ruhig. Er dreht ab. Ich mache Brunstgeräusche. Der haut ziemlich weit ab. Guck, da ist er. Stopp. Nein, doch nicht jetzt. Lass eine Strategie. Lass ihn umkreisen. Schleichen. Ja, umkreisen. Bleib stehen. Stopp. Wir müssen uns alle gleichzeitig anschleichen und alle auf einmal zuschlagen. Genau. Okay, drei. Nein, wir sind noch nicht perfekt im Kreis. Okay. Drei. Warte, wir sind nicht da. Wir sind noch nicht da. Eins, go! Ich hab ihn zwei. Nein! Okay, warte, stehen bleiben. Walle, stehen bleiben. Okay, warte. Boah, das Tier tut mir so leid, ne? Mir nicht, es ist ein digitales Tier. Ach, wer sich übrigens fragt, wo der Tobi ist, der sucht das Lager noch. Der Tobi hat ein Hirschkostüm an. Okay. Guck mal, wie der Gronkh läuft. Guck dir das mal an, Alter. Ich schleiche gerade. Okay. Ich geh jetzt nach vorne, ja? Ich geh von vorne. Ich auch. Aber schleichen, ne? Nicht vergessen. Vorsicht. Ah, da ist jemand sehr nah dran. Ja, das bin ich gerade. Ich schleiche. Ey, ihr seid voll nebeneinander, ihr Vögel. Warte, nicht lang, nicht mal richtig anzählen. Nein! Ja! Alter, ihr habt nichts bekommen von dem ganzen Zeug. Wir schlagen uns gleich alle gegenseitig. Eine Raw Chicken Breast. Doch, ich hab Piranha-Becken. Ich hab auch gar nichts bekommen von beiden Tieren, nichts. Das lohnt sich voll. Ja, vor allem, wir brauchen 15 für einen Schlafsack. Und dann ist nur einer von uns, der dann in der... Ich hab 14. Ich hab 8. Boah, ihr habt doch richtig viel. Ich hab schon wieder Hunger. Du hast 20? Ja. Aber ist der Schlafsack nicht 25 sogar? Nee, 15, ne? Okay, 15, cool. 15, ja. Einen könnte ich mal machen. Ja, warte mal. So, das ist ein Spieler. Er hat ernsthaft gefragt, ob wir uns in Rust auskennen, habe ich gelesen. Ja, wir brauchen vor allem, nee, zweite. Cloth. Da, hier ist ein Schwein. Was? Okay, langsam. Nein, das kriegen wir so, das ist langsam genug. Nein, es rennt ja weg. Ja, aber es ist ja, wir sind trotzdem schneller. Ich lauf dran vorbei. Ich höre es nur hinten. Boah, es wird so aus. Wir haben's. Ja, Mann. Ja! Ey, der Schwein hat der Chicken Breast dabei. Es ist so geil. Immer. Die haben alle Chicken Breast dabei. Ich glaube, das ist das einzige Fleisch. Die hätten das mal lieber Meat nennen sollen oder so. Guck mal, ich habe auch Blatt dabei. Das ist irgendwas Wichtiges. Bitte halt dir das Blatt mal vor ein bestimmtes Glied. Warte, so, 10. Kann man das? 5 Stück, dann habe ich auch einen Schlafsack. Nimm es mal in die Hand. Kannst du es in die Hand nehmen? Ja, warte mal. Nee, kann ich nicht. Oh, schade. Ah, schön. Wäre ein richtig schöner Adrenalin. Ja, ne? Jagderfolg hier. Weil, wenn man es kaputt schlägt, dann alle schlagen drauf und einer wünscht sich dann die ganzen Sachen zu kriegen. Das ist noch ein Schwein. Da, yo. Ja, aber ja, nicht hinrennen. Wo ist hier ist Hatchet. Okay, langsam. Ach, da. Leise. Einfach drauf, Leute, die Schweine sind langsam. Ja, die haben keine Chance. Ich meine, währenddessen hier mal ganz kurz noch ein bisschen. Boah. Wie schnell das ging. Ey, da steht einer in der Schwein drin. Ja, da macht jemand großen Fehler. In der Schwein drin. In der Schwein drin. In der Schwein drin. Das ist fast schon Dschungelcamp hier. Dschungelcamp-Grammatik. Ja, es hat doch auch was davon, in oder? In der Schwein drin. Ey, steht da in der Schwein drin. Boah, Entschuldigung. Scheiß Husten. Ey, Gronkh, du Alter, in das Schwein drin stehe. So, da habe ich doch noch gerade irgendwie Nackedei gesehen. Wo seid ihr denn jetzt? Da. Ihr seid hier noch ein Schwein. Komm, Gregor, das machen wir platt. Und das natürlich, aber ich bin schon wieder halb verhungert gerade. Scheiße. Okay, Reh, lass es essen. Ich hab noch essen. Bitte. Das krieg ich auch. Also, kriegst du? Ja. Das Reh, der Hirsch da an der Seite, der ist auch noch nicht uninteressant. Ich hoffe immer, ich treffe nicht dich. Das ist noch einer, sind zwei. Oh ja. Boah, Alter, das hält aber viel aus. Ja, nicht dahin rennen, Benny. Wir müssen schleichen jetzt. Ja, ich hab die 15 Close. Ich hab den Schlafsack und super. Ich hab mega viel Chicken Breast. Wir brauchen nur ein Lagerfeuer. Dann macht ihr doch mal ein Lagerfeuer, macht mal ein paar Chicken Breasts und wir jagen weiter, weil wir brauchen noch Cloth. Das ist ein guter Plan. Okay, guck mal, die greifen das Reh an. Komm, das gucken wir uns von hinten an.
Zu früh! Oh. Warte, stehen bleiben! Warte, können wir das hier kriegen? Das Nein, lass stehen! Lass erstmal! Ey, wir brauchen auch einen Bogen fürs Reh, da müssen wir einen Bogen bauen. Zu anspruchsvoll, wenn den kann man auch bauen, den Bogen, aber den brauchen wir, glaube ich. So, ich crafte gerade mal ein Lagerfeuer eben. Ah gut, dann mache ich das nicht, dann... Dann können wir das gleich hier braten. Bitte ich schon mal das Essen, damit wir das schneller gegessen kriegen. Gebraten und so. Ja, gib mir Kopftreffe eigentlich mehr. Der Teddy meint gerade, wo wir auf der Map sind, hat noch Essen übrig. Ach cool. Das ist schwer zu erklären. Ja, lieber Teddy. Doof es ist, ne? Wie doof es eigentlich ist. Huch. Alter, das ist voll die Benny Hill Show, oder? Doch hinter dem Typen hinterher, dem Reh hinterher. So. Ah, sauber, hast du es sogar getroffen. Ja, aber es rennt. Warte mal, so. Das hier. Langsam. Naja, ich bin auch gerade auf das Rädern, so, aber wir müssen beide. Ah, du bist nicht geschlichen. Wie kann ich mir jetzt das gar nicht angucken, weil es funktioniert ja eh nicht. Wie kann ich jetzt beim Campfire was rösten? Bei Use geht es bei mir immer aus, immer. Nee, du musst gedrückt halten und dann kannst du runtergehen. E gedrückt halten. Und dann gehst du auf die Rehe open. Jetzt hin? Ich leg was drauf, ich mach schon Gronk. Ah, super, okay. Ja, nimmst du dir einfach gleich was vom Lagerfeuer. Verhungerst du gerade? Ich hab nämlich noch was. Ich bin am Braten hier. Was ist denn mit dem Jäger, Jägersleute? Seid ihr jetzt Ich crafte jetzt durch, oder was? Ein Bogen. Oh, jetzt habe ich 42 Holz auf Lagerfeuer. Warte mal, ich muss das mal kurz finden. Boah, voll in den Kopf getroffen jetzt, das Reh. Leg mal da mal 10 da drauf, damit das was länger brutzelt. Ne? Kannst du mal anmachen gerade einfach eh? Warte. Läuft schon. So, ich habe es angeschmissen. Jetzt kannst du hier gleich einfach was runternehmen vom Grill. Ich habe schon 2 bekommen von Benny gerade, alles gut. Dann sammle ich mal ein bisschen Holz. Zweimal getroffen, zweimal habe ich ihn schon. Huch. Dann warte ich gerade nochmal. Ich sammle weiter Holz, ne, für die Hütte zu Hause. Ey, Jesa, warte. Ja, aber anschleichen, langsam, ich habe ihn schon zweimal getroffen. Alle anschleichen! Ja. Boah, ja, fast. Nein! Ja, geil, doch, der ist... Ja, hab ihn. Ach, ja, Mann. Super. Alter, nicht in einen reinstellen. Alle drauf. Stellen sich in einen rein. Naja, das war... Ich glaube, ich muss jetzt auch mal was braten. Sonst ja, weil ich bin gerade hier am Braten schon, Alter. Da wird doch schon gebrutzelt fleißig gerade. Aber das ist ja aus, das Feuer. Wo ist der Tobi? Ja, das muss nochmal anmachen gerade. Das haben wir gerade ausgeschaltet. Occupy by Sarah. Kannst du nochmal E machen? Warte. Ich sammle ja noch dein Holz. Ich habe auch schon gemacht. Super duper. Okay, jetzt warte ich mal hier, bis es gebrutzelt ist. Ich loot hier gerade die Bäume leer. Alter, dass das so viel Energie kostet, ist mal schäbig. Also ich habe auch schon wieder Hunger. Also ich bräuchte auch dringend mal was dann ab. Was ist denn Snickers? Ey, sonst wäre ich aber echt hier zu diva. So, Holz. So. Rumpel, wo bist du denn? Boah, das dauert echt lange. Ja, ich komme jetzt wieder zu euch zurück. Ich habe gerade noch ein bisschen... Bist du hier am Baum? Dauert alles so lange, auch mit dem Holz. Bei dem Lagerfeuer, bin ich. Okay, ich komme. Dauert alles ziemlich lange, ne? So Crafting und Abbauen und sowas. Ja. Da bist du. Vor allem, weil man so exorbitant viel Holz braucht, auch für eine größere Hütte. Das ist sehr nett. Aber, es gibt Essen. Es ist angerichtet. Wer hat Hunger? Ich glaube mir gleich auch nochmal ein bisschen was. Ich könnte auch noch welche brauchen. Oh, krass. Okay, ey, pass auf, dann tue ich noch was weiteres drauf. Dann geht immer 9 von deinem, oder 11 von deinem Food weg. Wenn du hier so einen Baum abfällst. Ja, ich finde ja, das ist hier so ein bisschen wie auf den Rheinwiesen, ne? Ja, schönes Grill. Eine Geburtstagsfeier auf dem Rheinwiesen. So, esse ich auch noch mal ein bisschen was von meinem Chicken Brust. So, ihr könnt euch hier braten, direkt die neuesten Schnitzel. Super. Ich habe ja viel Fleisch bekommen, aber ich teile es ja auch super gerne mit euch. Ja, wir brauchen immer noch mehr Viecher übrigens. Oh, ne? Was denn? Ich hab Teddy gefunden. Krass. Ach was. Ja, frag sauber. Frag ihn doch mal, der ist eine Alter. Vielleicht kann er dich hier rüber porten oder sowas. Sind die eigentlich ja, das wäre eine super Sache, wenn der sich nur porten könnte. Gefragt. Ja, nächsten Schnitzel sind fertig. Braucht jemand? Ja, ich könnte noch eins brauchen. Weil holst euch vom Feuer oder soll ich direkt weiterbraten erstmal? Braucht ihr noch ein bisschen? Nee, warte, ich hole mir das gerade. Moment. Occupied ja, nimm dir direkt ein Viererpaket. Ich kann nicht dran, weil du dran bist. Warte mal. Kann ich das? Ah, dann muss ich das jetzt. Okay, dann muss ich das jetzt rausnehmen. Warte mal. Nee, wenn ich es jetzt... Guck mal, ich leg dir mal einen Dreier-Schnitzel dahin und leg da noch ein paar neue drauf. Kann dir das, Tobi? Nee, ich glaube nicht. Bin ich aber der hat hier 29 Fleisch gegeben. Jetzt kannst du dir das nehmen. Ja, aber du musst mal zu uns kommen, Alter. Das ist ja auch scheiße. So, ich versuche es seit 3 Folgen. Wo bist du denn gerade, Tobi? Ich bin gerade bei Teddy. Ich werde jetzt bestimmt nicht von dir weglaufen. Bist du der Einzige, der hier Sightseeing macht?
10 rein, ja, in das Feuer. Oh, das wäre super. Ich brauche gleich wieder Essen. Ja, dann müssen wir da, aber müsst ihr euch merken, weil ich stehe jetzt auch nicht die ganze Zeit hier am Feuer. Ne? Ich warte, ich komme gleich, komm gleich dahin. Ich bin jetzt wieder auf 0,4 Hells runter oder auf 43 Hells. Hat jemand den Timer im Blick? Das brennt doch jetzt, oder nicht? Da musst du doch nicht drin bleiben. Nee, muss man nicht. Hier ist noch ein Riechen. Hast du 10 reingelegt? Das dauert natürlich ewig bei einem Feuer. Man sollte die besser splitten, Rumpi. Na gut, dann nehmen wir sie halt wieder raus. Dann, ich nehme die Schnitzel gerne an mich. Ja gut, dann... Ich habe jetzt 14 Schnitzel und ich splitte das jetzt ganz kurz mal. Ich komme mit dir zu dem Hirsch, werde dich da immer auch anschleichen. So, ich glaube, du bist das Dennis, ne? Drauf. Oh, ja. Aber also du bist ja nicht jetzt, geduckt angeschlichen. 11 Schnitzelchen liegen hier drin. Geil, die noch gebraten werden. Geil, die ziehe ich mir alle rein. Also wir haben jetzt genügend Essen. Ups, das wollte ich nicht. So, der Rumpel und ich versuchen hier nochmal das Reh hier. 14 haben wir hier. Mir fehlen nämlich auch immer noch Klotz. Besten... Ja? Einmal habe ich... Also das läuft doch wie geschmiert gerade. Also ich bin auch echt guck begeistert. Muss man das denn schlagen eigentlich? Achso, ich habe cool, Alter, 4-5 Mal, glaube ich. Ich habe 199 Holz immerhin gesammelt gerade. Super. Dann kann ich ja während das brutzelt, kann ich ja schon mal ein bisschen craften. Dann kann ich ja auch schon mal Woodplanks craften. 3 Minuten Zeitziegen auf. Der Arme. Was? Wo bin ich denn hingelaufen? Huch. Boah, jetzt habe ich auch einen verwirrt. Kopf getroffen. Ja, voll falsch hier. Boah, ich bin jetzt nicht so schnell hinterherlaufen. Also, wir müssen uns am Lagerfeuer treffen, ne? Wieder. Denkt dran. Ah, fuck. Ihr wisst ja, wo das Lagerfeuer war, halbwegs noch, ne? Ja. Wir springen nur dem Hirsch hinterher. Okay, ich suche hier in der Zeit auch nochmal was. Vielleicht finde ich hier noch ein Schweinchen. Ich habe keinen Schlafsack, oder? Nee, ich habe noch keinen. Okay. Ich habe 9 Klotz zusammen. Okay. Das ist so ein Holzhaufen. Geh mal hier hin. Ich habe 2 Klotz, habe ich noch. Boah, 3-mal habe ich... Cloth. Ich habe 21 mittlerweile, ne? Also ich habe genügend Klamotte. Ah, super. Ich habe auch dann genug. Kannst du mir welche abgeben. Wir kriegen bestimmt schon welche zusammen. Ein paar nee, Flaps, wir nicht. Wieso nicht? Ich habe dir gerade 10 klar. Fleisch gegeben. Na klar, mache ich doch. Die 10 Fleisch? Oh. Ich hatte doch 2 Milliarden. Was? Bin der Jägersmann. Der bekloppte Schwein ist weg. Ein Schwein ist immer gut, die sind langsam. Ja, die sind ich glaube, du kriegst das nicht, Dennis. Werden. Vergiss es. Ja, hast du recht. Den kriegst du nicht. Er muss wieder stehen bleiben. Oh, hier ist aber gerade auch ziemlich leer, die Hütte. Okay. Na, hallo? Boah, jetzt bleib Tiere stehen, du verdammter Hirsch. Wald, ne? Springt er denn so rum? Ah. Der freut sich halt. Dass er gleich geh mal in Duckstellung. Wenn der, so. wenn du geduckt bist, dann sieht er uns nicht mehr. Oh. Tobi? Das war's hier. Tobi! 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 Da ist jemand zurückgekommen. Yes! Oh Gott, das sind Emotionen. Tobi. Komm, ich umarme dich nackt. Warte, nee. Oh nein. Nein! Unsere Eicheln berühren. Ach, das ist der Teddy. Alter, der guck, Teddy. Guck, was der alles hat, Alter. Krasser Typ, aber das ist yes, du hast es geschafft. Das ist der Serveratmin? Das ist der Serveratmin, ja. Ach krass, wie geil. Ah, ich komme mal zu euch. Komm mal zum Campfire, oder? Boah, der hatte mich gerade gerettet, wo 4 Zombies auf mich zugelaufen sind. Ach, was? Der hat diese nuklearen Klamotte. Warte mal, Vorsicht, wir müssen jetzt nicht in die falsche Richtung laufen, komm, Dennis. Komm, Foto von Teddy machen hier. Ja, in diese Richtung hier. Wir sind ziemlich weit gelaufen. Was kann ich mal Fotos macht? Gar nicht, du nimmst doch eh auf. Das meinst du. Ja. Hallo! Yeah. Oh, einer mit Hose. Dachte, ich bin wieder im Wald der Nackten. Ja. Der Teddy ist der Held, der hat den Tobi zurückgebracht. Ja? Sehr geil, Teddy. Schöne Grüße an den Liebe Teddy, Grüße. Falls du dieses letzte Vielen Dank, siehst. Der auch Held gleichzeitig der Admin ist. Chicken Breast, 104 Chicken Breasts. Ach nee, auch jemand was das zu essen. Dürfen wir aber eigentlich nicht machen, weil damit verfälschen wir hier quasi unser Survival-Ergebnis. Ich hab, also 29 hat er mir vorhin mal gegeben, das habe ich mal mitgenommen. Aber haben wir uns jetzt wirklich verlaufen, Dennis? Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung, ohne Scheiß. Ich glaube, andere. Zweimal Bandages, habe ich geklaut. Dann los. Hab ich wir können die doch nicht auf dem Feuer lassen, 104 Chicken Breasts. Nee, ich habe mir 4 Chicken Breasts runtergenommen. Aha. Aber ohne Witz, jetzt mal ganz ernst. Wir haben das Medikit genommen. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich habe die anderen Medikits genommen. Huch. Wir brauchen auf jeden Fall mal einen eigenen Rust-Server, weil dann können wir uns nämlich selber porten und alles. Dann ist diese Suche immer. Das wäre super, ja. So, ich mache jetzt erstmal einen Schlafsack. Rumpel, wie viel Kleidung hast du jetzt? 12 habe ich jetzt. Aber wenn der Sarazar mir welche abgibt, da, oder warte du, mal. Dann... Ich habe das Feuer mal ausgemacht, damit wir ein bisschen sparen können. Hier. Kannst ja auch handgemachte... Cool. Also jetzt habe ich 14. Nee, jetzt habe ich 24. Ja, dann bau dir direkt mal eine Hose und einen Schlafsack, bitte. Nee, bau mir erstmal keine Hosen, bis jeder einen Schlafsack hat. Ja, ich brauche noch einen Schlafsack. Ich habe 2 Klos bis jetzt. Ich fühle mich ja auch ganz wohl so, muss ich sagen. Schön durch das Gras. Eigentlich cool, aber ich habe Angst, dass YouTube irgendwann sagt, na komm, das ist aber genug Nudel.
Ja, deswegen zeige ich auch nicht unbedingt so viele Nudeln immer. Aber also, deshalb brauche ich ja keine. Leider, Dennis hat das fatalisiert in der letzten Folge bei mir, da war alles vorbei. Wieso? Was ich glaube, das Lagerfeuer war hier. Zeit seinen hier Schniedel, ist er mir in die ganze Zeit in die Kamera gesprungen mit seinem Schniedel. So einen kleinen runden Bäumel da. Gronkh, du alter ja, Nackedei. Was denn? Komm, lass uns umarmen. Was wird mit dir los? Ja, alter Rumpel, was ist denn los? Ist hier irgendwie Christopher Street Day oder? Ist es lächerlich, wenn man dafür gestrikt wird. Sorry, das ist doch voll natürlich. Ich habe eben eine Nudel, ich kann auch nichts dafür. Alter, wie der Teddy aussieht. Der Teddy hat ja richtig coole Klamotten an. Ja. Wo ist der denn, der Teddy? Er hat denn jetzt noch nicht genug Klos? Alter. Ich habe zwei Klos bisher leider nur. Oh, das ist nicht gut. Ja. Ich habe noch sechs über. Ich habe mich beim. Auch noch welche über, dann verteilen wir die jetzt. Ja, genau. Wo bist du denn, Gronkh? Ich stehe gerade am Baum und sammle Holz. Kann ich mir kurz vorher noch weiter machen? Pulli her, diesen Pulli her. Aber nee, lieber einen Schlafsack erstmal für den Erik. Ja, Schlafsack sammeln. Auf jeden Fall. Wie viel mal, kostet denn so eine Hose? Ich werf dir alle meine Klamotte hier hin. Warte, Erik, ich weiß gar nicht, wo du bist. Warte mal. Okay, dann bevor wir jetzt hier alle durcheinander reden, wer hat den Timer im Auge? Hier, stopp. Das ist ich, wir haben noch 10 Minuten. Okay. Ah, super. Fans, fehlen jetzt noch? Also, wenn mir jetzt, die müsste ich eigentlich 8, dann habe ich noch 16, dann müsste es eigentlich... Du kannst ja eigentlich eine Hose noch, ja, kannst du sogar, glaube ich, noch Schuhe. Nee, warte, dauert jetzt eine halbe Minute. Zwei Clothes brauche ich noch, auf jeden Fall. Ey, für den Schlafsack. Der Nackno, der ist ja echt eher anstrengend, muss man sagen, ne? Ach, der ist, Alter, der ist 10 Jahre alt oder so, guck dir doch mal an, was er schreibt. Aber hat er recht? Ach, super. Ja, jetzt habe ich 10 Clothes. So, Tobi, nee, der arme Nackno. Der Klos habe ich gar nicht. Eigentlich mal schnell kicken, aber das macht der Tobi. Teddy bestimmt gleich auch, Rumpi. Ja, wahrscheinlich. Hat jemand von euch noch ein paar Steine oder sowas? Ja, warte mal. Ach, sowas so, kann ich Höschen. Haben, ich sowas ist eigentlich geben. So Kinderkacke-Aufmerksamkeit. Juhu, ich gar bin nicht mehr nackig. So. Der Tobi ist der einzige Nackige. Ich brauche immer noch 5 Klos. Die kosten ja 15. Ja, Moment. Nein, ich bin Gronkh. Egal, Alter. Ach Gott, ist der doof. Ey, sollen wir den suchen? Das wäre so geil, wenn wir den suchen würden und dann mit unseren ganzen Steinäxten wie bei dem Hirsch auf den Danke einschlagen. Und ja, das wäre echt lustig. Ich will jetzt einfach mal den Rest hier, den ich noch habe. Den Rest musst du dir bei den anderen zusammenschnorren. Ja, ich bräuchte wie gesagt nur ein paar Steine oder sowas. Ja, ich bastel mir gerade den Sleeping Bag schon. Ich mach dir Steine. Ja, das wäre super, Was brauchst du denn an Steinen? Sarah, hast du noch genug Essen? Ich habe nämlich noch 7 mal Chicken Breast. Ich habe noch 13. Hm? Was brauchst du an Steinen? Ich glaube, der Benny baut mir gerade schon so eine Axt. Kannst du mir ein bisschen Essen rübergeben? Ja, klar. Hast du noch 7? Nicht 7% gut, sondern eben... Hier, ihr hast du 3 leckere Chickenbrüstchen. Oh, danke schön. Ich hab die halt noch nicht hier gebraten. Ey, Alter, der hat hier irgendwas Cooles reingetan. Eine Flair, die können wir uns wirklich nehmen. Nice. Nehmt euch mal so eine Flair. Er hat mir auch vorhin anti-radioaktive Pillen gegeben. Ja, aber so eine Flair ist echt ganz gut. Am besten braucht jeder eine, oder? Warte mal, nehmt euch mal alle eine Flair. Tobi, warte mal. Jeder sollte 1, 2, 3 haben. Ich verteile die mal, Tobi. Ich nehme mal alle mit und verteile die gleich. Wie hast du denn die Flares gebaut? Kannst du eine Hose damit basteln? Wir kriegen die ganze Zeit alles geschenkt, glaube ich. Kann das sein? Warte mal. Oder nee, der muss die auch bauen, glaube ich. Bau dir keine Hose. Nee, das glaube ich nicht. Hat jemand noch Klamotten für den Tobi? Also, Dings, der Tobi hat 3 jetzt. Aber wir nehmen jetzt halt nichts anderes mehr an, einfach, oder? Ich habe 8 Klos. Wie viel braucht man für einen Schlafsack? Warte mal. Ja, da vorne ist noch ein ganz großer Holzstapel. Da hat gerade jemand geredet, in-game. Ja, haben wir alles schon gecheckt. Der hat gesagt, da vorne ist ein ganz großer Holzstapel. Aber wir können es doch nicht ausrüsten lassen, Leute. Wir verfälschen das so weit. Nee, da ist doch ein Holzstapel, der hier rumliegt. Den werde ich so oder so genommen. Ah, okay, so ein Ding. Den nur gesehen. Cool. Aber wir sollten jetzt vielleicht mal tatsächlich ins Lager zurückgehen. Ja, wollte ich schon sagen, genau. Was kann man denn reden hier? Ein einziger ist noch nackt. Au, da hat einer wohl einen abbekommen von irgendwem. Vielleicht von mir, ich hoffe nicht. Wie viel Holz habe ich denn jetzt? 163. Ich hab auf jeden Fall wieder wir brauchen noch viel mehr Holz, bevor wir ins Lager zu gehen. Ja, sehr, sehr viel mehr. Lass uns mal sammeln und dann... Achso. Mit V. Hallo? Ich würde gerne mal meinen Schlafsack platzieren, falls uns irgendwas passiert. Ja, würde ich auch sagen. Hallo. Oh, jetzt höre ich euch alle doppelt, das ist nicht so geil. Ja. Doppelt. Du bist der Held, du hast den Tobi zurückgebracht. Vielen Dank dafür. Jetzt höre ich dich auch doppelt, bin ich auch doppelt? Nee, das ist der Rückteil, weil du es im Game hörst und im Team. Ja, klar. Aber mich hört man nicht doppelt, ne? Ich habe V jetzt nochmal gedrückt und das muss eigentlich auch sein, gut. Nee, so, dann lass mal zurück zum Lager. Wer weiß, wo es ist? Hier lang, oder? Eine was? Eine hübsche Ecke. Eine gute Ecke. Eine verfluchte Ecke, hat er gesagt. Ach so. Frag doch mal, warum. Vielleicht eine verflucht gute Ecke.
Ja, hier liegt nichts rum, da hat er recht. Aber das ja, war Steine bräuchten wir mehr. Also ne? Dieser Typ da im Chat, der ist ein bisschen am Nerven, ne? Der Nackno, oder was? Gehört Gronkh nicht mir. Sind die an unserer Base, oder wie? Nee, glaube ich, never. Der weiß noch nicht mal, wo unsere Base ist. Gronkh, läuft jetzt immer noch nackig rum eigentlich? Ja, ja, ich lass den Schniefel noch ein bisschen mal durch das Gebüsch laufen. Sag mal bitte Bescheid, wenn ihr weglauft. Ja, wollte ich gerade sagen. Ihr lauft da einfach. Ja, lass mal ins Lager gehen, oder? Das fängt ja schon wieder gut an hier, Freunde. Okay, wir sind jetzt bei der Kiste, die der Typ gebaut hat, der Teddy. Genau. Ja, alles klar, ich bin hier beim Dennis. Ja, diese Kiste kann ich auch schon bauen. Lass mal zurück zum Lager. Warte mal. Das Flugzeug? Ja. Oh ja, wenn wir sehen, wo der das runterdroppt, ja. das muss relativ interessant sein. Okay, warte. Da ist es. Der fliegt auf jeden Fall über das Fabrikgelände sehr tief. Das, was genau bei uns vor der Haustür ist, das Fabrikgelände. Ja, wirft der da was ab? Wahrscheinlich auf einer Insel, ja, ne? Ja, der wirft da auf gute Sachen, aber das Problem ist, es verstrahlt da und da geht man relativ. Nee, das liegt da hinten. Das liegt hier hinten. Der Admin, der läuft schon gerade dahin. Also, zum Verständnis, Freunde, ganz kurz. Wir sind hier auf einer Insel. Einer verseuchten radioaktiv scheinbar. Irgendwo wahrscheinlich Atomtests gemacht und so. Und hier wird was angeliefert. Wahrscheinlich sind wir so Testpersonen. Das stimmt nicht, Gronkh. Das ist ein Wolf einfach nur. Beruhigend. Den kann man aber umhauen. Den Wolf, ja, lass den doch Tobi die Klamotten auf jeden Fall. Das ist ein Holzscheit. Hier ist Holz. Ja, absolut. Mitnehmen. Oh, da ist ein Bär, gegen den er fightet gerade. Ich hab nichts gekriegt von dem Holzding. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, schnappen ein Bär. Den Bär, ne? Komm. Den Bären schnappen wir uns. Vorsicht, der schießt auf den, nicht zu nah. Boah, Alter, das ist mir zu risky, Alter. Nee, ist lustig. Boah. Wie sie alle, Alter, das sieht aus wie die Wilden einfach. Die Waffe von dem. Guck mal, seine Waffe. Ja, das passt auch zum Spiel, Alter. Jetzt macht ihr mal eine Hose, eine Bärenhose, bitte. Hat jemand der noch Tobi hat das auch nackt. Hat jemand noch Klamotten? Der Tobi braucht unbedingt einen Schlafsack, sonst wenn der drauf geht. Ja, okay, ja, okay. Das. Ich kann jetzt nochmal 6 Cloth entbehren. Ich hab noch gerade. Eins. Tobi, dann ich nimm das mal, dann hat der Tobi 9. Dann hat der Tobi 10 mit deinem. Nee, ich hab 8. Im Moment habe ich 8. Hier, Tobi, hier liegt noch einer. Okay, super. Mehr habe ich leider nicht. Ja, Tobi, hier, bei mir liegt noch ein. Liegen noch 6. Ich habe das Gefühl, hinter dir. Ich habe das Gefühl, dass dieser Nackno unser. Oder Alter, der labert Nackno, so viel Schrott. Nee, dass der unser Dings gefunden hat, unser Haus. Nee, da ist doch nichts. Wir haben noch nichts da. Dann lass mal zurücklaufen. Nee. Wir müssen ja sowieso zurück. Dann lass mal mehr Holz, Leute. Er meinte nämlich, das Haus gehört ihm. Ja, aber der weiß doch gar nicht, wo wir unser Häuschen haben. Quatsch, der erzählt gerade Scheiß und du fällst drauf rein. Das ist ja so ein Aufmerksamkeitskiddy, mehr ist das nicht. Alter, Leute, wo Alter, ist unser. Der mit seinem ich habe keine Ahnung, wo unser, der, hat unser Lager ist. Ja, wir müssen da runter wieder und dann links. Genau, ein bisschen an der Küste vielleicht und dann links dahinter sind hinter diesen Felsen da, ne? Lead the way. Wir müssen mit dem Meer rechts müssen wir laufen. Was ist das? Wow. Was denn? Cool. Das ist ein weißer Wolf. Ja, das kommt vor. Alter, wieso wieder? Das gibt's ja gar nicht. Wie die Tiere, weißt du? Ich beobachte das einfach nur. Ich hab vier Klamotten. Tobi braucht die. Ich hab 25. Ja, aber du kannst ja eine Hose machen. Schon lange genug. Ja, natürlich, hab ich auch gesagt. Kannst du dir eine Hose machen und sogar einen Schlafsack, mach dir erstmal den Schlafsack, Tobi. Warte, da mach ich mir noch schnell die Schuhe gerade. Okay, dann macht der Tobi sich. Der Gronkh kann sich jetzt auch mal eine Hose machen. Nee, ich hab alles. Ich hab leider keine Clothes mehr. Also ich, Wie viel brauchst du denn? Ich weiß gar nicht, wie viel eine Hose kostet, ehrlich gesagt. Acht Cloth brauchst du für eine Hose. Okay, also wenn ihr mal 8 übrig habt, ich nehme gerne. Ich hab hier noch einen über. Hier, ich hab noch einen über. Warte, Gronkh, wenn du vor mir stehst, sag Bescheid. Hier, da hinten ist der Rumpel. Wie viel hast du insgesamt, Tobi? Da hinten ist der Rumpel. 25. Ah, okay. Und ich werf dir auch noch einen in, Achtung. Jetzt brauchst du nur noch einen, ich kann dir noch mehr geben. So, jetzt habe ich wie viel? Hä? Da hat gerade irgendwie geschossen. 7 Clothes habe ich jetzt. Das ist eine krasse. Warte, hier gibst du noch einen. Hier vor mir. Mach dir eine Hose endlich. Ich will dein Schniedel nicht mehr sehen. Ich habe jetzt auch Schuhe. Ach da. Ja, tut ja weh. Also 239 Holz. Der Nackno ist auch relativ gut in Rechtschreibung, habe ich gehört. Ja. Der ist Deutschlehrer. Ah, guck mal. Man nannte ihn mit Nachnamen auch Goethe. Der Bär. Oh nein. Ah, ich habe ihn 2-3 verpasst mittlerweile. Weißer Petz, kriegt was auf den Pelz. Alter, wie sie sich da drauf stürzen hier, die Geier. Das ist mein Bär. So. Aua, hört auf mich zu schlagen. Ja, Mann, drauf. Mein Bär. Wie viel Blut ich habe. Ich habe 15 auch, Blut. Ich habe auch 14 Mal Blut. Ich hab 25 Mal Essen, aber noch roh, ne? Das muss man auf jeden Fall gehen. So, jetzt lassen wir zurück zum Lager, bitte. Das war nur eine Warnung an alle.
Wir haben noch eine Minute 40. Wenn wir bis dahin zum Lager kommen, wäre das super, eine super Folge. Ich crafte gerade noch die Hose, Alter. Lass doch mal ganz kurz. Oh. Ich hole mir doch einen Genitalschnupfen. Steht da nackt. Ich hole mir doch einen Genitalschnupfen, wenn ich jetzt loslaufe. Genitalschnupfen, wie er steht. Oh Mann, Alter, ey. Ja, komm, du bist der Nackte. Also ich finde. Oh. Das letzte Mal dieser Anblick. Komm, wir setzen uns mal alle hier vom Raum. Ach nee, komm. Nee, das muss nicht sein. Zeig den lieber von hinten. Oh, hey! Aha, danke. Der Gegner, eine Hose. Jetzt sehen wir alle wieder gleich aus. Das ist ja schön. Endlich. Ja, jetzt kann man keinen mehr kennen. Super. Oh, der Typ, der wo ist der Kleine? So, auf zum Lager. Wir müssen hier um den Felsen rum, glaube ich, und dann darüber, ne? Nee, ich folge dem Danny. Ja. Folg nicht dem. Ja, aber der das Benny ist ja das, was ich meinte. Wollen wir nicht, ey Leute, lieber nicht rennen, oder? Sonst. Wer ist das denn hier vor mir? Ah, ist rennen. Egal, wir haben so viel Chicken Breast. Das können wir auch vertragen. Chicky, chicky, chicky. Ich meine, ihr lauft immer noch so schwul wie vorher, aber wenigstens mit Hose an. Ja, ist ja schon mal etwas. Ich fühle mich auf einmal so eingeengt im Buchsenbereich. Ja, in der Tour, ne? Die Freiheit ist weg. Der Schritt muss jetzt erstmal abschwillen. Ja. Mich haben da 10 Bienen reingestochen. Folge 3, endlich Hosen. Oh, so, 13 Sekunden noch. Schaffen wir das noch bis zum Lager? Das hier ist nicht der richtige Berg, ne? Nicht ganz. So, meine Damen und Herren. Ach, fängt das wieder an. Kaum steht da Stefan Raab im Chat, geht's wieder los. Oh, das ist ein Stein. Würde ich gerne mitnehmen. Der Dennis ist außergewöhnlich leise gerade. Ja, ne? Der Rumpel war mir sehr leise. Laut. Zwischendurch mal. Der Rumpel nimmt mal eine Rolle ein, glaube ich. Wo lauft ihr denn lang? Das ist der falsche Berg. Never. Ihr müsst nach links. Berg? Nach links, hier. Nee, ich hole mir gerade hier mal das Ding hier. Jetzt fängt der Walle wieder an, hier durch die Gegend zu rennen. Ich glaube, in dieser Folge schaffen wir es nicht mehr zum Lager zu kommen. Oh, wir haben einen Damen im Kopf geschlagen. Aua, da macht nichts. Oh, da vorne gibt's Holz. Gibt Stein. Da laufe ich schon hin. Krieg ich als Erster. Stein. Ja. Holz ist viel wertvoller. Ich krieg auch mal was. Oh, ja, ein Stein wertvoller. Oh nein, mitgegeben eben. Ich glaube, das ist friendly fire, oder? Kann man sich überhaupt umhauen? Wir haben es doch so. Ich weiß nicht, einer müsste den anderen doch schon umgebracht haben. Eben, ich glaube auch, dass wir nicht wirklich Schaden machen, weil ich habe immer 100 gehabt, auch bei den Schlachten. Ich glaube, hier ist kein PvP. Ah, dann müssen wir wahrscheinlich auf PvP gehen. Hier ist PvE, habe ich gelesen. Ja, okay, alles klar. Trotzdem schwer genug. Wie viele Spieler sind denn hier auf dem Server? Kann man das irgendwie holländisches sehen? Essen ist das Beste. So, ist das der richtige das Berg jetzt hier? Aha. Ja, da ist die Palisade da oben. Ah, jetzt ist sie gerade aufgepoppt. Heimat, schöne Heimat. Jetzt will ich endlich einschlafen. Nein, da fährst du falsch. Ach ja, ich gehe die falsche. Ja, ich gehe mal wieder die falsche Einfahrt hoch. Geil, clever, ne? Unser Reiter ist total clever. Hier ist auch falsch. Ist auch falsch, total clever. Ja, aber ist gut so. Ist gut so, findet man nicht sofort. Ich muss auch erst gerade gucken. Ich glaube, wir sind ja an der richtigen. Ah, endlich. Wisst ihr, wie mir das vorkommt? Hose hier alle. Homes, die sich alle einlaufen. Das kommt mir so ein bisschen. Wir kommen mir so ein bisschen vor wie Ameisen, wie wir hier rumlaufen, alles auf dem Weg mitnehmen, alles hierher. Ameisen sammeln. 24, oder wie war das? Ja, genau. 23. Rumpi. 24 wäre ja ein Fauxpas, Rumpi. Hä, wer turnt da oben rum? Da turnt ist das der Nanko? Können wir den kaputt machen? Hat der uns echt gefunden, unser Lager? Warte mal, ist der das? Wo? Nee, Slay Massive ist das. Nein, oben auf dem Berg, Moment. Ja, da ist wer. Mit Hemd. Da ist tatsächlich wer. Ja, dann guck ich mal. Okay, wenn das Nanko ist, Alter, wenn das Nanko ist, verprügeln wir den alle. Nee, wir machen Psionik, heißt der. Ah, den lassen wir. Oh, ihr hättet jetzt voll den Spannungsbogen aufbauen können. Alter, das wäre total geil gewesen, wenn das der Nanko gewesen wäre. Ja, auf dem PvE-Server. Schlachtet ihn. Trotzdem sieht es lustig aus, wie wir alle auf ihn eindreschen. Ah, cool, meine Kohle liegt sogar noch hier im Lager. Nice. So, dann würde ich sagen, machen wir hier Folgenende und die Schlafsäcke bauen wir beim nächsten Mal. Ja, ist gut. Ja. Bis dahin. Tschüss. Ja, geil, haben wir richtig viel Zeug, die Schlafsäcke, viel Beute gemacht. Endlich zuerst zu futtern, gibt's auch oben drauf. Man muss sagen, es läuft echt erstaunlich gut, muss man sagen, oder? Nach dem klar, hier und da. Vor allem für Tobi, was? Ja, das lief echt super. Nee, aber ganz ehrlich, wir sind relativ erfolgreich. Wir sind nicht zu oft krepiert, wir bauen uns was auf, es funktioniert im Teamwork. Ich bin überrascht und erstaunt, wie toll wir einfach sind. Also ja. Ihr vor allem, ich nicht so, aber ihr. Schön, ist das nett. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.